Der Geburtstag des wiedervereinigten Deutschlands war zugleich der Höhepunkt seines politischen Lebens. Helmut Kohl. Nächste Woche, am 3. April, wird er 80. Von Oggersheim auf die Weltbühne. 16 unendliche Jahre lang war er Kanzler. Ein Leben für die Macht. Und für blühende Landschaften. So, jetzt lass uns mal ein bisschen was gucken. Wie sah es aus von oben, Herr Bundeskanzler? Bitte was? Wie sah es aus von oben? Ja, jedenfalls ganz anders als vor einem Jahr. Das ist eine naheliegende Antwort. Blühende Landschaft? Hier ist in der Tat eine blühende Landschaft. Und wenn Sie das mal im Fernsehen bringen würden, würden die Leute auch wissen, dass es so ist. All die Jahre gab er weder dem Spiegel noch Spiegel TV offiziell ein Interview. Ins Gespräch kamen wir trotzdem mit ihm. Herr Bundeskanzler, was ist denn 50 Jahre nach dem Kriegsende aus Deutschland geworden? Was danach geworden ist? Ein blühendes Land. Und nur Sie können das nicht erkennen, weil Sie eben Schwierigkeiten haben mit Ihren Augen. Danke. Wie ist die Laune? Sehr gute Laune. Wenn ich fotografiert werde, erst recht. Trotz Rentenkrise. Dann warte ich ja drauf. Trotz Rentenkrise. Komm, die wollen dann bloß wieder eines ihrer intelligenten Interviews abstauben. Die wollen jetzt was über die Rente machen, das machen wir nicht. Die haben über den Spiegel gesprochen. Jedenfalls ist die Rente sicherer als der Spiegel, wenn Sie es wissen. Für wen sind Sie denn überhaupt? Vom Spiegel TV. Ach, vom Spiegel TV sind Sie. Da müssen Sie aber kein Alibi, kein Benehmen zu haben. Ja, ist klar. Sind Sie böse auf die FDP? Ich bin überhaupt nicht böse. Ich mache aber jetzt auf dem Spiegel TV kein Interview, das ist klar. Das mache ich sonst nicht. Warum soll ich es heute machen? Für wen machen Sie denn das? Na gut, ich habe es vergessen. Wenn Sie mal, wenn Sie vom Spiegel TV sind, warum fragen Sie denn überhaupt? Der Hinze guckt zu traurig. Haben Sie mit ihm geschimpft, Herr Bundeskanzler? Unverschämt. Lass dich doch nicht provozieren. Er weiß ganz genau, dass du nicht traurig guckst. Er braucht aber jetzt einen Bericht. Die Kamera läuft schon, um diesen Schafkäse abzusetzen. Hat denn der Hinze eine gute Frage? Sie wollen nur einen Schafkäse absetzen. Da drin haben Sie keine Frage gestellt. Jetzt sind Sie hier auf dem Gang um irgendwas. Ich weiß nicht, wenn Sie das machen. Aber der natürlich wird. Nach der Abwahl der Abstieg in den Spendensumpf. Millionen hatte Kohl für die CDU eingesteckt. Wo ist die Million eigentlich geblieben von Herrn Kiesel? Was soll diese dumme Frage? Ich war Parteivorsitzender, ja. Und wir haben doch klar eine Erklärung abgegeben, dass wir von dieser Sache nichts zu tun haben. Das wissen Sie doch. Ist denn das öfter vorgekommen mit Treuhänderkonten? Nein, das ist ja immer Ihre Sache. Sie wollen doch was ganz anderes. Sie wollen eine Verleumdung starten. Das sehe ich hier im Gesicht an. Deswegen habe ich gerade die Absicht, mich mit Ihnen zu unterhalten. Ihr Gesicht ist verrätlich. Es ist ein unrühmlicher Abgang in die Geschichte. Erst als Mädchen Merkel die Chance bekommt, gegen Schröder anzutreten, lässt sich Kohl wieder blicken. Herr Kohl, sind Sie denn stolz auf die Frau Merkel jetzt? Ich bin stolz, dass wir uns eine gute Partei haben, die jetzt dabei ist, die Wahl zu gewinnen. So selbstverständlich. In Ihrem Sicht sehe ich auch an, was das für eine ungeheure Freude Ihnen bereitet. Deswegen bereitet es mir noch mehr Freude. Aber Sie gehören ja zu den Entdeckern von der Frau Merkel. Jetzt brauchen Sie alles jetzt zu fragen, denn Sie wollen ja was anderes raus. Wiederholen Sie doch, dass ich mich freue, dass wir die Wahl gewinnen. Dass ich mich freue, dass Ihnen das keine Freude macht. Und deswegen macht es mir eine doppelte Freude. Das ist so ein schönes Interview. Für wen machen Sie es denn? Spiegel TV. In Sachen Machterhalt war der Machtmensch ein Meister. Die Details des System Kohl sollen auch weiter geheim bleiben. So können wir jetzt mal vielleicht uns vereinbaren, dass wir... Ihr tut jetzt den Garten weg. Ich sag's doch einmal. Und zwar sofort. So bleibt er auch als Poltergeist in Erinnerung. Der fast ewige Kanzler der Deutschen. Herr Bundeskanzler, wiedersehen. Bitte was? War es nur Wahlkampf heute? Aber hören Sie doch mal. Ich muss Ihnen schon sagen, sagen Sie es mal in der Kamera. Von allen Ihren Kollegen stellen Sie in Deutschland die dümmsten Fragen. So wie mein Preis. Wo ich gehend stehe, ich weiß auch, was da mit dem Film gemacht werden soll, aber ich gewinne trotzdem die Wahl, was immer Sie da reinlaufen. Wir gucken also öfter Spiegel TV. Das, ich weiß das für welche. Sie brauchen es so nicht zu sagen. Tschüss. Glückwunsch, Herr Bundeskanzler AD.